Halló, ég heiti Efið Vudinara og þetta er beginnin þessum við verðdeutsche litteratúr sprechen og þessum við fór zu sprechen weitere lektionen. Hoyt er der 3. januar. Nuar. Heute ist Sonntag. Sonntag. Plan. Heutiger Plan ist Kapitel 8, 9 und 10 und 11 und bis zu 22. Wenn wir Zeit haben. Weiter gehen wir weiter. Heutiges Thema: die deutsche Literatur der Aufklärung. Deutsche Literatur der Aufklärung. Die Rebellen von gestern sind allzeit die Despoten von heute. Johannes Scherr. Epigraph. Der neue Entwicklungsabschnitt der bürgerlichen deutschen Literatur wird meist mit den Begriffen Aufklärung 1770, Sturm und Drang 1779 und klassische Romantik 1789, 1830 und vor März 1830, 1848 gekennzeichnet. Die Aufklärung war eine Prosvetenje-Aufklärung. Eine neue Etappe bürgerlichen Denkens. Es war ähnlich der Renaissance eine gesamteuropäische Bewegung. Ihr Ziel bestand darin, den Menschen von jeglicher geistigen und weltlichen Bevormundung zu befreien und die Welt nach den Gesetzen der Vernunft einzurichten. Rasum. Die Errichtung einer auf Vernunft gegründeten Gesellschaft würde dem auf Aberglauben, Privilegien und despotischer Willkür beruhenden Feudal-Absolutismus gegenüber. Das Vertrauen auf die Macht der Vernunft führte zu optimistischen Fortschrittserwartungen und zur Verwissenschaftlichung des Denkens. Die Dichtung der Aufklärung sollte auch den Gesetzen der Vernunft folgen, belehren und erheitern. Sie wendete sich an den Verstand, strebte nach Klarheit und Einfachheit, vermied alles Fantastische und Wahrscheinliche. Ihren Höhepunkt erreichte die Aufklärung in Frankreich, dessen bürgerliche Klasse ökonomisch und politisch weit stärker war als in die Deutschland. Die deutschen Aufklärer kritisierten die weltlichen und geistlichen Feudalmacht, konnten aber noch nicht gegen sie auftreten, wie das die bedeutendsten französischen Aufklärer Voltaire, Montesquieu, Rousseau taten. Was ist die Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich eines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Immanuel Kant. Gottfried Ephraim Lessing, der Begründer des deutschen Theaters.
geboren 1729, 1781 war es, der deutschen Literatur eine klare historische Perspektive gab. Er machte die Literatur zum Mittelpunkt des nationalen Lebens und wurde zu einem der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung. Lessing wurde in Kamenz, einem kleinen Städtchen in der Oberlausitz, als Pastorsohn geboren. Die Familie lebte in dürftigen Verhältnissen und Lessings Schulunterricht (1741-1746) konnte nur dank der Unterstützung eines einflussreichen Gönners zustande kommen, der ihm eine freie Stelle in der Fürstenschule zu Meißen erwirkt hatte. Yes. Dort wurde Lessing mit den klassischen Sprachen und Literaturen bekannt und empfing seine ersten theatralischen Eindrücke. Nach den Wünschen des Vaters ließ er sich 1746 an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig einschreiben. Bald aber gingen ihm die Augen über seinen eigentlichen Beruf, die Literatur und das Theater, auf. Das Literatur und das Theater war seine Berufung. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wittenberg ging der 19-jährige Junge nach Berlin. Doch Berlin enttäuschte ihn. Sehr. Von den etwa 140.000 Einwohnern der Stadt gehörten 35 zur Armee. Zu der großen Zahl von Soldaten und Offizieren kamen noch etwa 3000 Zivilbeamte, die allen bedingten Gehorsam den Willen des Preußenkönigs Friedrich II. Anzuführen hatten. Berlin war weit hinter der Entwicklung Leipzig zurückgeblieben. Bürgerliche Freiheit und Unabhängigkeit waren hier so gut wie ein bekannter Begriff. Как мне Чатуров сказал, ты должна жить, значит, здесь. Nein, du solltest hier. Es ist eine Meinung, es ist ein Sinn. Nein, warum fragen dumme Leute, warum hören dumme Leute? Warum muss man dumme Leute hören? Er ist so aufgeklärt. Also, zu gleicher Zeit betätigte sich Lessing als Journalist und Literaturkritiker. Er veröffentlichte theoretische Schriften zu Problemen des Theaters. Auch begann er sich mit den Werken der englischen bürgerlichen Theaterdichter zu befassen. Zu Lessings Lebzeiten existierte in Deutschland kein einziges ständiges Theater von nationaler Bedeutung. In dieser Situation wollten einige angesehene Kaufleute aus Hamburg den Versuch machen, ein Nationaltheater in ihrer Heimatstadt zu errichten. Sie boten Lessing die Stelle eines Konsultanten und ständigen Berichterstatters an. Das erste deutsche Nationaltheater wurde 1767 in Hamburg eröffnet. Das Hamburger Theater existierte nur 2 Jahre. Der Mangel an einer energisch durchgreifenden Direktion, der gegenseitige Neid der Schauspieler und vor allem die Teilnahmelosigkeit des Publikums ließen das Unternehmen so bald scheitern. 1755 entstand Lessings Stück Miss Sarah Simpson. Es war das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel. Hier kommen einfache bürgerliche Menschen aus dem alltäglichen Leben als tragische leidende Helden zum ersten Mal auf die Bühne. Ein unschuldiges vor einem Wüstling verführtes Mädchen. Ihr Vater, der reuige Verführer, der das Mädchen heiraten will
Und seine frühere Geliebte Marwood, eine Verkörperung des Lasters, von der die arme Sarah vergiftet wird. Das Stück hatte bei den Zuschauern einen großen Erfolg gehabt. Nicht zuletzt trug dazu die Prosaform bei, in der das Schauspiel geschrieben war. 1760 verließ Lessing Berlin und begab sich nach Breslau, wo er 5 Jahre lang lebte. Das zweite Werk Lessings aus dieser Periode ist das Lustspiel Minne von Barnhelm. Dieses Stück, Minne ist die Liebe auf Altdeutsch. Zu den besten deutschen Lustspielen nimmt einen bedeutenden Platz in der deutschen Nationalliteratur ein. Bis heute hat er seine Bedeutung nicht verloren. Im Unterschied zu dem Drama Misere Simpson, das in England spielte, ist der Inhalt dieses Stücks unmittelbar aus der deutschen Gegenwart gegriffen. Erstmalig finden hier die Deutschen sich selbst, ihr Leben spiegelt sich in einem ragenden Kunstwerk wider, ihre Sitten und Bräuche. Die Handlung des Stücks spielt sich in einem Berliner Gasthaus bald nach dem Siebenjährigen Krieg ab. Major von Telheim, ein preußischer Offizier, hat während des Krieges eine edle Tat vollbracht. Er sollte in einem Kreis Sachsens Kriegskontribution erheben. Da aber die Bevölkerung die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, zahlte Teilheim das Geld aus seiner eigenen Tasche und ließ sich davor einen Wechsel ausstellen, der nach dem Krieg eingelöst werden soll. Dieser Tag gewann ihm, dem preußischen Offizier, die Liebe des sächsischen Fräuleins Minne von Barnhelm, mit der er sich verlobt. Nach Kriegsschluss wurde er aus der Armee entlassen, beschuldigt, er habe sich von den Sachsen bestechen lassen. Der Major ist in seiner Ehre gekränkt. Jetzt ist er so arm, dass er nicht einmal seine Rechnung im Gasthaus bezahlen kann. Er hält sich es für unmöglich, seine Verlobung mit dem reichen Fräulein aufrecht zu erhalten. Aber die mütige und schlaue Minne überlistet seinen Stolz und gewinnt ihn. Die Liebe zwischen der Sächsin Minne und dem Preußen Telheim ist eine Art von Symbol für die Aussöhnung zwischen den einander befeindeten Sachsen und Preußen, ein Symbol für ihre Vereinigung aufgrund des gemeinsamen nationalen Gefühls. Das ganze Lustspiel ist ein Aufruf zur nationalen Einheit. Darin besteht der hohe Wert des Lustspiels Minne von Barnhelm für die deutsche Nationalliteratur. Eine wohl durchdachte Motivierung menschlichen Handels trägt wesentlich zur dramatischen Wirkung bei. Charakterstärke lässt Major von Telheim fast tragisch scheitern. Die unerschütterliche Liebe Minnes rettet ihn. Minne verkörpert einen neuen Frauentyp in der deutschen Literatur. Sie ist energisch und versucht alles zu tun, um Telheim zu gewinnen. Sehr interessant. Das letzte Jahrzehnt seines Lebens verbrachte Lessing in Wolfenbüttel, einem kleinen Spießernest in der Nähe eines despotischen Fürstenhofes. Franz Mehring nennt diese Jahre ein langes Sterben. Hier erschien Lessings Tragödie Emilia Galotti. Da es gefährlich war, in den deutschen Kleinstaaten die Tyrannei offen zu entlarven, musste der Autor die Handlung der Tragödie in ein italienisches Fürstentum verlegen. Er nahm eine bekannte römische Geschichte, in der ein Vater seine Tochter tötet, um sie vor den Verfolgen eines tyrannischen Wüstlings zu retten. Es ist eine christliche Geschichte, auch ich denke, Petunia. Sie war christlich und der Vater war römisch. Ja, aus dem Christentum.
Um das Drama zeitgemäß zu machen, gab der Schriftsteller, sie würde von dem Löwen getötet. Auf dem. Wie kann ich das weiter? Getötet. Auf dem Zirkus. Durch die Armee. Römische Armee. Zu seiner Zeit. Zum ersten Mal treten in der deutschen Literatur die Vertreter der beiden Hauptklassen des 18. Jahrhunderts, das Bürgertum und der Adel, gegenüber. Ich vergaß. Emily ist ein einfaches Bürgermädchen in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen. Von ihrer Mutter Claudia und ihrem Vater Odo Ardo liebevoll behütet. Seit ist dem Grafen Appiani versprochen, der sie zärtlich liebt und dessen Liebe sie erwidert. Aber der Prinz Gonzaga, der alle Macht im Fürstentum verkörpert, ein lasterhafter, genusssüchtiger Aristokrat, stellt ihr mit allen Mitteln nach. Schließlich, als er nichts anderes zum Ziele gelangen kann, lässt er den Bräutigam ermorden und entführt Emilie, die ihm jetzt schutzlos preisgegeben ist. Lessing ist schonungslos in seiner Anklage gegen die Fürstenmacht. Der Prinz, der jedes Verbrechen billigt, wenn es seinem Vorteil dient, der nur fordert, dass es ein stilles Verbrechen sein muss, ist ein charakteristisches Abbild der Fürsten jener Zeit. Emilias Vater Odorado, ein aufrechter Mann mit ausgeprägtem Bürgerstolz, hat den Mut, den Kampf gegen den Prinz aufzunehmen. Ein Sieg über den Prinzen war bei den damaligen Zuständen nicht möglich. Der Ausgang ist tragisch. Odorado, er sticht seine Töchter, um sie von den Fürsten zu retten. Der Bürger Odoardo, der noch nicht die Möglichkeit hat, den Prinzen für dessen Verbrechen selbst zu bestrafen, droht ihm mit der Strafe des Himmels, die ihn nach dem Tode treffen werde. Dieser Ausgang ist ein Beweis für Lessings Realismus, der ein Bild der Wirklichkeit und keine Illusionswelt zeigen wollte. Sehr tragisch. 1776 heiratete Lessing die von ihm seit Jahren geliebte Witwe seines Hamburger Freundes Ewe König. Das kurze Glück fand schon 1778 ein Ende. Bald nach dem Tode des neugeborenen Kindes starb auch die Mutter. Trotz seiner stark angegriffenen Gesundheit und trotz ständiger Entbehrungen fand der Dramatiker Kraft zu fruchtbarer geistiger Arbeit. 1779 erschien sein Versdrama Nathan der Weise. Das Drama spielt in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. Die Ort und Zeitwald haben es dem Dichter ermöglicht, die Vertreter der drei Hauptreligionen, der christlichen, der jüdischen und des Islams, zusammenzubringen. Die Frage nach der einzig wahren Religion wird in der Parabel von den drei Ringen gelöst, die der Titelheld der Juden Nathan dem Sultan Saladin erzählt. Unter diesen Ringen soll nur ein einziger echt sein und dem Besitzer das Alleinrecht auf das väterliche Erbe geben, die beiden anderen seien bloß gefälschte Nachahmungen. Der Richter, an den sich die im Streit begriffenen Brüder wenden, entscheidet die Sache folgendermaßen: Da der rechte Ring die Zauberkraft hat, seinem Besitzer die Liebe der Menschen zu gewinnen, so muss ein jeder sich bemühen, auf diese Weise sein Recht zu behaupten. Da aber Menschenliebe
Nun, duldsamkeit. Gute Gerechtigkeit gegen die Menschen gewonnen wird, so wird das sittliche Betragen zum einzigen Prüfstein einer wahren Religion. Mit der Ringparabel zeigt Nathan, warum keine der drei großen Religionen allein im Besitze der Wahrheit sein kann. Echte Religiosität kann nur aus vorurteilsloser Menschlichkeit erwachsen. Schließlich erweist sich, dass die Idee der Toleranz stärker ist als alle religiösen, politischen und nationalen Schranken. Nathan der Weise bildet den Höhepunkt des philosophischen Denkens, der Aufklärung und zugleich den Übergang zu warmerer Klassik. Das Drama wurde 1783 in Berlin uraufgeführt. Lessing erlebte diese Aufführung nicht mehr. Am 15. Februar 1781 ist der Dichter im Alter von 52 Jahren in Braunschweig gestorben. Nach unseren Schätzen, er ist jung. Unter der Nazi-Herrschaft war das Stück verboten. Als das Deutsche Theater in Berlin 1945 seine Arbeit mit der Aufführung des Dramas begann, war dies ein Bekenntnis zum ältesten Humanismus. Vor den großen dramatischen Werken schrieb Lessing Fabeln, die seinen Namen unsterblich machten. Im Jahre 1759 gab der Schriftsteller auch Aesop, schrieb die Fabeln. Basni. Schriftsteller eine Sammlung von Fabeln heraus. In der Zeit Krylow, der Aufklärung war diese Dichtungsgattung sehr beliebt, denn sie ermöglichte es dem Verfasser im Sinne der Aufklärung erzieherisch zu wirken. Der Fabeldichter kann versteckt auf menschliche Schwächen und Fehler zielen. Diese Eigenschaft macht die Fabel zu einem hervorragenden Kampfmittel gegen alle möglichen Unzulänglichkeiten des menschlichen Lebens. Die in der Fabel enthaltene Lebensweisheit nennt man die Moral der Fabel. Nach Lessing soll die Fabel den Leser nicht zu Mitleid und Mitgefühl hinreißen, sie soll belehren. Und belehren heißt wirklichkeitsgetreu und anschaulich das Geschehene darstellen, ohne eine tiefe Teilnahme an dem gezeigten Einzelfall hervorzurufen. Daher treten Tiere als handelnde Personen in der Fabel am häufigsten auf. Es war noch in griechischer Literatur. Denn ein Tier reizt die Leser zu keiner moralischen Bedeutung. Menschlichen Mitgefühl. Lessing machte die Fabel aus seinem Spielwerk zu einer scharfen, blitzenden Waffe gegen die herrschende Adelsklasse und bekämpfte die Fälle des aufgesteigenden Bürgertums. Er schrieb seine Fabeln zum Teil in Prosa, zum Teil in Versen. Er zog die knappe Prosa vor und verzichtete auf die Formulierung des moralischen Gehalts der Fabel in einem Schlusssatz. Aber bei dem Krylow-Schriftsteller-Moralsatz war am Anfang. Die nachstehende Fabel illustriert Lessings Schaffen als Fabeldichter, deren Dornstrauch, Schipovnicek. Aber sage doch, frage die Weide den Dornstrauch, warum du nach den Kleidern des vorbeigehenden Menschen so begierig bist. Was willst du damit? Was können sie dir helfen? Nichts, sagte der Rausch. Dornstrauch. Ich will sie ihm auch nicht nehmen, ich will sie ihm nur zerreißen. Es widerspiegelt ich meine Böshaftigkeit. Wie böse und nützlich und leer können Menschen sein. So. Diese Fabel ist gegen
jenen böswilligen Menschen gerichtet, die ohne etwas selbst dabei zu gewinnen, als aus reiner Schadenfreude. Yes, Schadenfreude. Doch mit großem Vergnügen anderen Menschen Unannehmlichkeiten bereiten. Kommentar. Voltaire, französischer Philosoph und Schriftsteller. Montesquieu, französischer Philosoph und Schriftsteller. Rousseau, philosophischer Steller, Musiktheoretiker, Autodidakt. Rousseau. Ich habe alle, viel gelesen, Rousseau, an der Universität. Immanuel Kant, deutscher Philosoph, sein Hauptwerk ist Kritik der reinen Vernunft. Der Siebenjährige Krieg 1756-1763 war ein Krieg zwischen Preußen und Österreich und verbunden mit Russland, Schweden, Frankreich und den kleinsten deutschen Staaten und gleichzeitig eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Großbritannien wegen der Kolonien. Die Kontribution, Kriegssteuer, Geld oder Sachleistungen, die von der Bevölkerung eines besiegten Landes aufgebracht werden müssen. Fragen zum Thema. Welche Ziele setzt sich die Dichtung der Aufklärung? Solche Ziele setzt sich die Dichtung der Aufklärung. Die Aufklärung war eine neue Etappe bürgerlichen Denkens. Es war eine der Renaissance, eine gesamte europäische Bewegung. Ihr Ziel bestand darin, die Menschen von jeglichen geistigen, weltlichen Bevormundung zu befreien und die Welt nach den Gesetzen der Vernunft einzurichten. Was wissen Sie über Lessings Kinder- und Jugendjahre? Lessing war aus der nicht so reichen Familie. Er lebte in dürftigen Verhältnissen. Seine Familie war nicht so reich. Eine Stiftung half ihm zu lernen und er schafft das, das Studium zu bezahlen. Bezahlte ihm das Studium und die Belehrung war es möglich. Andere reiche Bürger unterstützte Kinder aus den armen Familien. So bekam er so bekam man den Beruf Pastor und er studierte Theologie im Fakultät der Universität Leipzig. Er ging in der Fürstenschule zu Meißen. Warum wurde Mine von Banhel? Was hat dem Stück Misare Simpson eine starke Wirkung verschafft? Sie hat eine tragische Bedeutung. Sie hat einen großen Erfolg. Eine große Bewirkung. Wirkung. Sarah Simpson. Es war das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel. Sie schilderte ein alltägliches Leben der Bürger. Sie hier kommt bürgerliche Menschen, einfache Menschen aus dem alltäglichen Leben als tragische, leidende Helden zum ersten Mal auf die Bühne.
Ein unschuldiges, von einem Wüstling verführtes Mädchen, ihr Vater der ruhige Verführer, der das Mädchen verhärten will, um seine frühere Geliebte Marwood, eine Verkörperung des Lasters, von der die arme Same vergiftet wird. Das Mädchen würde ermordet vor dem Männer. Und es war sehr tragisch. Wie entstand Nathan? Warum würde Mina von Barnhelm zu einem der wirkungsvollsten Lustspiele? Mina von Barnhelm würde zu einem der wirkungsvollsten Lustspiele darum, weil es handelt sich um nationale Gefühle, über Einheit der Deutschen, zum Beispiel in diesem Beispiel Sachsen und Potsdam. Ja. Sie machte alles für die Liebe. Trotz ungeachtet, dass ihr Geliebte war aus dem anderen Land, aus dem anderen Bundesland, aus dem Sachsen, und sie kämpfte für die Liebe, Major von Telheim, und gewann ihn. Sie war sehr stark, kühn, listig und alle schlaue, sie war schlaue und lügte alle Bedingungen. Preußen sagt zwischen sie einigte befeindende Sachsen und Preußen. So, als Symbol für ihre Vereinigung aufgrund der gemeinsamen Zusammenhänge. Was kennzeichnete Emilia Galotti als bürgerliches Trauerspiel? Wie entfaltet sich der dramatische Konflikt? Emilia Galotti war auch eine Tragödie. Emilia Galotti entlarvt in Emilia Galotti Lustspiel. Entlarvt Laster von Macht, Laster von Feudal.